Yo, Peace Leute und willkommen zum 31. Part von Dragon Age Inquisition. Wir werden jetzt erstmal hier unten das hier machen, den Steinbruch hier einnehmen und dann den Riss machen. Und dann werden wir noch umreisen, um das letzte Lager einzunehmen. Das können wir auch erst jetzt, weil ich glaube, dass wir erst dafür die Brücke bauen mussten. Über diese Gas-Dinger da. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Was untersuchen? Hast du jetzt untersucht? Ja, da anscheinend. Okay, ist das nochmal so ein Pfad oder keine Ahnung? Was kann ich hier? Was ist hier? Ah, plündern. Okay, nee, weil da war ja diese Brücke. Ja, da war keine Brücke, da war eben überall Gas, giftiges Gas und da konnte man nicht rüber. Und jetzt habe ich den Einsatz gemacht. Das hat mich 5 Macht gekostet, ja. Also 5 Macht war es mir das wert, das ganze Gebiet hier freizuschalten, ja. Wegen dem verdammten Gas. Ich glaube, ich krieg echt einen Ausraster. Wegen so einem verdammten Gas muss ich hier irgendwie. Muss ich 5 Macht opfern? Guck mal, so ein groß, richtig riesiger Steinbruch. Das haben keine Winz gebaut. Wer war noch hier draußen? So, erstmal beanspruche ich hier die Sehenswürdigkeit für mich. Geil. Der Boden hier vibriert leicht. Oh, das ist natürlich eine interessante Information. Und würde ich sagen, her mit dem Steinbruch. Bam. Wunderbar. Kann man ja runter, ne? Was geht hier unten ab? Kann man doch nicht runter. Aber hier ist Lazuri. Was ist denn das? Ah, das muss ich auf jeden Fall sammeln. Ah, Lazurit, okay. Gab's jetzt also hier. Aber runter kann man hier nicht. Schade, wäre cool gewesen, wenn man da runter könnte. Da ist noch mehr von diesem Lazurit, glaube ich. Nehmen wir natürlich gerne mal mit. Denn bis jetzt. Ah, okay, hier ist noch Paragon-Schimmer. Und da ist Lazurit. Denn bis jetzt habe ich das Lazurit noch nie gesehen, außer jetzt hier. Komm. Haben wir gekriegt. Wunderschön, können wir die Studie auch abschließen. Was ist das? Ah, folge dem Pfad. Dann machen wir das mal zuerst. Gehen wir da mal kurz hin. Weil es ist ja auf dem Weg zum Riss. Keine Ahnung, was mir dieser Pfad bringen soll. Ich habe wirklich keinerlei Ahnung. Ach, Mann. Gibt's ja gar nicht. Also, komm, nirgends kommt der hoch, Alter. Nirgends. Das sieht geil aus da hinten. Das sieht richtig cool aus. Da ist nochmal so ein Ding, um Scherben zu entdecken. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich hatte hier nämlich in der Nähe schon mal eins. Hui. Ach komm. Kriegt das Schaden, ey. Okay, da. Ist der Pfad. Okay, ah, guck mal, der geht jetzt immer weiter. Jetzt geht er noch hier unten. Ja, komm, laufen wir mal da lang. Ich weiß nicht, was dieser Pfad mir bringen soll. Vielleicht wartet da mir irgendwas Krasses auf mich, aber. Ich hab ein bisschen Angst, weil hier irgendein Drache rumschlawinert. Irgendwo. Und ich eigentlich gar keinen Nerv hab. Den in irgendeiner Form zu begegnen. Wirklich nicht. Habe ich wirklich gar keine Lust. So, können wir hier untersuchen. Guck mal, es geht immer. Jetzt geht es hier unten weiter. Ja, dann machen wir aber erstmal kurz den Riss. Kann nicht mehr weit sein. Und dann. Ich will dem Pfad mal folgen. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, aber irgendwas wird es schon bringen. Oh Gott, es kommt auf mich zu. Please leave me alone. Thank you. Was ist das für ein Vieh, Mann? Das sieht richtig widerlich aus. Soll ich mal bitte verpissen? Danke, LG. Richtig ekelhaft. Widerlich. Abstoßend. Was droppst du so? Nichts. Ah doch, er hat was gedroppt. War Guest-Schuppen. Okay, dann ja, gehen wir mal. Dann gehen wir erstmal zu einem Fragezeichen. Ich will mich kurz wissen, was das ist. Ah, guck mal, da oben, da sehe ich es ja schon. Da ist irgendwas. Ah, komme ich hier irgendwo hoch? Ich schätze eigentlich. Da muss ich hier irgendwo hochkommen. Staubgipfelfort. Ja, da kann ich irgendwas. Achso, da ist wieder. Achso, da ist ein. Ist das ein Astrarium? Nee, ist ein Okularium. Achso, nee. Ja, wenn ich da hochkomme jetzt gleich, dann können wir das gerne machen, aber ich finde hier gerade keinen Weg nach oben. Astrarium will ich immer finden, ne? Weil wenn ich eins habe, dann habe ich ja alle. Gibt echt keinen Weg nach oben, Alter. Warum gibt's da keinen Weg? Dann geh ja scheiß drauf, dann gehe ich zum Riss. Ich hoffe, dass ich jetzt zu dem Riss finde, wenn ich da lang laufe. Ich hoffe es einfach mal, dass der nicht oben irgendwo beim Okular ist. Ich schätze aber mal nicht. Aber wir haben das Okular auf der Karte. Wenn ich irgendwie denke, jetzt brauche ich ein paar Scherben, die ich eh nie sammle, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Da ist schon wieder ein Gegner. Lass mich bitte in Ruhe. Gegen das Drecksvieh. Nein, och Mann. Ich wollte hier nichts tun, ne? Will ich nur mal als Nachricht dir da lassen. Ich wollte hier nichts tun. Ich wollte einfach nur vorbeilaufen.
Und du, dreckiger kleiner Kack-Nazi, musst es jetzt hier natürlich irgendeine Scheiße wieder machen, ja? Mich attackieren, das gibt's ja gar nicht, ne? Das sind asoziale Viecher hier überall rumsteppen. Da oben sind Gegner. So. Ich meine, es sind zwar Gegner, aber sie können uns trotzdem helfen. Ich meine, das war hier ein großes, riesiges Tier. Okay, nochmal so ein paar Schuppen. Ja, die Gegner, da lasse ich... Scheiße, ich einfach mal drauf. Versuche mich jetzt eigentlich... zu dem verdammten Riss zu kommen. Das komische Vieh soll mich... Und Todeswurzeln nehmen wir noch zusammen. Das ist auch immer noch unser Ziel. Dann müssen wir noch eine Klinge holen für den Weg des Assassinen. So, hier oben müsste dann der Riss direkt sein. Wie ist das denn? Was ist das denn da? Das ist so eine kleine... Oh, das ist wie, auch wie so ein Steinbruch oder so sieht das aus. Wie so ein verlassenes irgendwas. Da ist der Riss auf jeden Fall direkt. Alles klar. Oh, hier ist auch irgendwas. Okay. Ja, hier ist auch was, aber erstmal sollte ich vielleicht mich kurz um den Riss kümmern. Beziehungsweise ihr sollt euch kurz um die Gegner kümmern, dass ich hier die Energie stören kann. Oh, das taucht... Ja. Ach, fuck you. Nein, 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 nein. Leave me alone. Darf ich jetzt die Energie stören? Danke. Und? Hat funktioniert. Direkt einen explosiven Schuss auf ihn. Zack, vergiften und bam, Weitschuss. Alter, Leute, so soll's laufen. So soll's laufen. Der ist jetzt gleich auch tot. Ja. Heißt Welle Nummer 2. Oh, war vielleicht ein bisschen früh, aber egal. Na, komm, spawnt. So, jetzt sind sie alle gespawnt. Jetzt genau, lasst euch triggern. So. Jetzt kann ich hier die Energie entziehen. Hoffentlich klappt es. Hat funktioniert. Jetzt mal einen Pfeil vergiften und... BAM! Oh, ist der nächste? Dann kommen wir einfach nochmal auf den hier. Die zwei sind gleich tot. Ja, die sind jetzt tot. Oh, da hinten. Hat mich gehittet hier, der Schlavi. Ui! Bin ich kurz geflogen, Alter. War ein geiler Move, jedenfalls. War ein geiles Moveset. Ich kann auch mal die Energie des Risses stören. Einfach, weil ich Lust dazu habe. Und die kümmern sich dann schon um den. Bam. Wo ist denn der? Der ist da irgendwo rausgelatscht. Könnt ihr den mal bitte töten? Ah, sie haben es geschafft. Sie haben ihn getötet. Alter. Meine Gruppe ist einfach geil, ne? Kriegen sie aber alles hin, was ich will. Und goodbye, Motherfucker. So. Stimmt, ich muss auch mal wieder leveln, Alter. Ich habe schon seit 25.000... Oh, mächtige Geistessenz. Seit 25.078.000 Jahren nicht mehr, gelevelt. Plus 2 Macht. Wahrscheinlich da oben, okay. Wahrscheinlich da drauf. Also nochmal ein Material, dieses Paragon-Schimmer, genau. Nehmen wir natürlich einfach mal mit, denn das gibt's ja. Also noch habe ich es nicht woanders gefunden. Doch einmal, glaube ich. In Höhlen habe ich es, glaube ich, schon mal gefunden, aber an sich. So, ich schätze mal, das ist hier oben, oder? Ja, sieht stark so aus. Leichen, okay, was verbirgt sich da drin? In dem Leichending. Schon wieder so eine verdammte Flasche, Mann. Gib mir doch mal was Geiles, so eine coole Sache oder so. Hier dumme Flaschen. So eine Flasche, Alter. So, hier gibt es auch noch viel zu tun, Scherben und Jagdverhalten und so, aber das, ich will jetzt erstmal dann das nächste Lager haben. Was ist das? Ah, Jagdverhalten, hier ist auch noch ein Riss. Wir werden jetzt hier, dann können wir hier einen Hinweis auf den Drachen finden, den Riss machen. Was ist jetzt hier? Ah, da ist die Feste, okay. Hier war abgeschlossen Einsätze. Das ist wahrscheinlich da, wo die Brücke war. Da reisen wir jetzt erstmal hier hin. Okay, ja, wie gesagt, ich gehe die Gebiete halt immer schön gern durch. Wenn sie, die sind ja vor allem, also die jetzigen, also Kammwald war ja nicht wirklich groß. Was ist hier? Und das hier ist jetzt auch nicht wirklich groß. Lass mich, was? Achso, ich habe gerastet. Ich wollte eigentlich nur drüber springen, aber ne, heute nicht. Heute springen wir nicht mehr. Heute ist nichts mehr, Alter. Heute ist nichts mehr, meine Freunde. Hier ist eine Sehenswürdigkeit einfach nur. Nehme ich natürlich trotzdem gerne ein. Huch. Jetzt von hier aber schön. Zagala. Und willst du wohl beanspruchen? Genau, meins. Verborgene Treppe. Die Treppe ist sehr alt und baufällig. Meister des... Meine Freunde. Ihre Stufen weisen kleine Vertiefungen durch Füße mit Klauen auf. Es gibt keinen Hinweis, wer sie gebaut haben könnte. Und ich will sogar nicht erfahren, ich ehrlich bin. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Aber nee, wir markieren uns den Riss, weil ja, sonst haben wir irgendwie 50.000 Sachen auf dem Radar. So. Da finde ich ja auch irgendwie hin dann zu dem Drachenhinweis, was auch immer da für ein Hinweis sein soll. So. Ich komme dann nicht ein Drache oder so. Ich muss dann.
aus seinem Gesicht irgendwelchen Hinweise nehmen. Ah, okay, da ist schon der Riss tatsächlich. Verderbnis-Aussichtspunkt. So, erstmal unsichtbar machen. Ich hoffe, dass sie attackieren. Ja, jetzt, spätestens jetzt müssten sie eigentlich drauf gehen. Da sind halt zwei Gegner sehr, sehr nah. Das ist nicht so geil. Egal, ich versuch's trotzdem mal. Ja, okay, scheiße. Okay, scheiße. Verschwinde, Mann. Danke, Cassandra, dass du auch mal rankommst. Ich muss erstmal bam einen in die Fresse, Junge. Boah, die Energie kann noch stören, Alter. Weil gleich alle down sind, wobei. Doch, die ein, zwei da. Der ist tot. Jetzt kann ich vielleicht die Energie mal stören. Ne? Hat wunderbar funktioniert. So, vorweg. Jetzt kommt die zweite Welle schon, ne? Ja, im Normalfall, ja. Unsichtbar machen. Warten, kurz warten, kurz warten. Und go. Guck mal, hier Cassandra. Es ist, glaube ich, nee, es ist Soulless. Oh, sowas kriege ich auf die Fresse. Hier, Bro, ich helfe dir. Bam, kurz einen Schuss. Vergiften und wer mit Jera rein da. Wunderbar, meine Freunde. So muss es laufen. Oh, es kommt auf mich zu. Kommt auf mich zu. I don't like it. Oh, guck mal. Ich finde es so geil mit diesen Ketten, Alter, wie die da einfach wegziehen von mir. Das ist richtig cool. War eine richtig nette Sache. So, jetzt kann ich wieder schließen. Goodbye. Guck mal, meinen coolen Helm an, Alter. Solas hat jetzt meinen alten coolen Helm auf. Ich habe jetzt einfach den mal genommen, weil der ein bisschen besser war. Ich krieg hier die beste Ausrüstung. Ja, nicht Solas, Alter. Was will denn Solas, Alter? Kriegt meinen alten, ja, eine alten Sachen kriegt. Das ist wie so ein kleiner Bruder, der die alten Sachen von seinem Bruder anziehen muss. Okay, hier soll jetzt irgendwo ein Hinweis für Drachen sein. Alright, dann steppe ich hier mal durch und... Ah, guck mal, da ist doch schon was. Das sind noch Gegner, aber die interessieren mich gerade eigentlich gar nicht. Ah, ich muss sie aber töten. Hi! Scheiß Schild-Dude. Der hat gar nicht gesessen. So, gehen wir mal auf den. Bam. Was wollen die denn hier? Was macht ihr hier? Versucht ihr die Drachen zu beschützen oder was? Der ist tot. Ja, der ist down. Der im Schild müsste... Ja. Da ist eine Bulle, stimmt tendenziell zu. Finde ich gut. Wo denn? Hier. Okay, was war das jetzt? Wobei ich bezweifle, dass den hohen Drachen das kümmert. Was ist das, Kacke oder was? Tesoro-Turm. Wächterkommandantin Tesoro, Richterin über mehr als 100 Genlocks, gab ihr Leben zu Beginn der langen Nacht der zweiten Verderbnis bei der Verteilung des Tiefenschlunds. Korrekte Tussana. Oh nein, ich wollte keinen. Nein, stop it. Was ist hier? Ah ja, da war die Feste. Die möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht haben. Ja, dann steppen wir mal tatsächlich jetzt mal hier. Ich will mal hier hin. Ich denke mal, das ist die Brücke. Achso, da kann ich mir gar nicht markieren. Was markiere ich mir denn dann? Ja, dann markiere ich mir einfach mal das Lager. Wenn ich schon irgendwie da hinkomme, wo ich sein möchte. Ganz berichtlich direkt. Okay, danke schön. Dann werde ich da schon irgendwie hinkommen, wo ich hin möchte. Todestrankquellen. Ja, genau, da ist die Brücke, genau. Soll ich vielleicht auch zur Brücke steppen und nicht irgendwie mitten durch? Genau, die Brücke wurde jetzt gebaut. Guck mal, das ganze Gas ist auch weg, also keine Ahnung, wie sie... Oh, Todesrüstung, stimmt ja. Muss ich mich darum kümmern, die noch zu kriegen. Fehlen uns nicht mehr viele, aber trotzdem noch genug. Zur Not kann man aber auch einfach Dinge hinschicken. Es gibt ja immer die Möglichkeit, Ressourcen aus dem Gebiet zu holen. Da ist nochmal eine Todeswurzel. Da gehe ich natürlich gleich runter und gönne die mir. Zack. Ist da noch? Nochmal eine. Wunderbar. Hier gibt es richtig viele. Das ist doch genau mein Style. Da ist noch ein Gegner. Der entweder folgt der mir oder ich weiß auch nicht. Hier ist noch ein Gegner. Verschwinde doch bitte einfach. Ich möchte doch gar nichts tun. Mann. Weißt du? Nichts will ich tun. Oh, jetzt sind sie da. Huch. Das sind eigentlich so kleine Dinos, Alter. Verschwindet. Get the fuck out of my way. Ja klar, kommt noch eine. Hier wurde eine richtige Party veranstaltet, Alter, heute. Bam. Hier wird heute eine richtige Party veranstaltet, Jungs. Der ist down, da ist jetzt noch einer. Dann haben wir jetzt einen Schuss ins Gesicht. Und dann noch einen Weitschuss in die Fresse. Ja, das ist the style of life, man. Goodbye. Ah, der ist direkt hier, hat was gedroppt. Phönixschuppen. Ah, die brauche ich doch, oder? Brauchte ich die nicht? Irgendwas? Ah, ne, eine Schwanzfeder brauchte ich. Genau, okay, bring die Zutaten zu Frederick. Okay, werde ich dann irgendwann, wenn ich da wieder hin... Wobei ich dann davor laufe, glaube ich, eher die ganzen Drachensammel auch noch... Drachen-Dinger auch noch sammel. Hinweise, weil die müssen wir, denke ich, mal auch zu dem bringen. Laufe ich hier richtig? Es sieht halbwegs richtig aus. Ja, das sieht halbwegs richtig aus.
Sieht schick aus. Warum ist hier so eine halbe Mauer? Warum ist so ein Tor? Echo-Rückenschlucht. Okay. 25 Regionen gibt es hier. Sind auch einige, ne? Gehört jetzt mir. Tore von Anduril. Auf diesem Tor sind die Symbole von Anduril eingraviert, dem alten Gott der Sklaverei. Oh, toll. Sklaverei hört sich immer geil an. Das ist die Mutter aller Schlösser. Hier kommen wir nicht rein. Was ist denn da schon wieder? Och, geh weg. Okay, da muss ich irgendeinen Mechanismus. Okay, okay. Ob der wohl hier in der Nähe ist, oder frage ich mich gerade. Ich guck mich ja schon um, wenn ich noch gegen den Gegner kämpfe. Wo könnte hier in der Nähe ein Mechanismus für sowas sein? Entweder oben, also oben auf den Mauern, könnte ich mir natürlich vorstellen. Da kommt man sehr wahrscheinlich nicht hoch. Vielleicht muss ich auch, vielleicht ist es auch in der, nee, aber jetzt, ich hätte gesagt, vielleicht in der Festung. Könnte das ja, ah, kriege ich das letzte Lager noch gar nicht, scheiße. Ich wüsste nicht, wo hier irgendwo. Dahinter ist auch ein Gegner. Ja. Mit einem besonderen Mechanismus. Okay. Bin ich überfragt. Leider Gottes. Ich sehe auch in der Nähe überhaupt nichts. Was ein besonderer Mechanismus sein könnte. Okay, dann müssen wir, glaube ich, erstmal das Lager scheißen. Dann würde ich sagen, zack, gehen wir mal hier hin. Dann machen wir das mit den Drachen, mal mit den Hinweisen. Also jetzt schade, aber ja, das nicht funktioniert. Vielleicht ist es in der Feste, das könnte ich mir echt vorstellen, dass in der Feste da irgendwie ein Mechanismus für ist, um dieses Tor da zu öffnen. Aber weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Guck mal, da ist Gas, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen vor. So, wir suchen ja eh nur einen Hinweis auf Drachen. Was auch immer, wie gesagt, wir da genau suchen, keine Ahnung. Hoffentlich ist es nicht im Gas drin oder so. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich möchte eigentlich gegen nichts kämpfen. Ah, jetzt habe ich was. Eure Familie ist voller Drachenjägersucherin? Es ist so eine Art Tradition. Ah, kann ich hier durchlaufen? Wenn ihr gegen einen ohne Schaden zu kriegen, anscheinend, aber ich kann halt nur durchlaufen. Dann anzuhämmern. Atmet ihr ein bisschen schneller. Rauscht das Blut. Da ist es. Okay, und jetzt gleich wieder raus hier, weil hier kann ich auch nicht gescheit kämpfen oder so. Entspannen und zulassen, dass er uns tötet? So, hat funktioniert. Ja, dann machen sie wieder witzige Gespräche, aber wie halt immer, ne, die kleinen Schatzbolde. Die kleinen Schatzbolde, Alter. Was ist das da eigentlich, ne? Das, hey, ist da ja auch ein Mechanismus drin, wer weiß. Hey, was geht? Bro. Hey, ist verschwunden. Ich wollte ihn gerade attackieren. Ja, da ist. Ja, da gehen wir mal hin, ne? Da soll auch ein Hinweis anscheinend drin sein. Wir gehen mal rein, ne? Wir besuchen mal unsere Gegner hier. Sieht nämlich ganz schick aus. Vielleicht können wir da uns niederlassen. Hey, es geht. Griff von Flügelfeste. Hä, ist das schon die Feste? Oh ja, oh, huch, huch. Das habe ich gar nicht gedacht. Oh, ich habe gedacht, das wäre einfach so eine kleine, irgendwas Kleines, aber dass es eine ganze Feste ist. Aua, da wurde ich getroffen von irgendeinem Bogenschützentyp. Ich mache mal einen Regenerationstrank rein, kurz. Ich weiß, ein bisschen früh, habe eigentlich noch recht viel Leben. Aber sicher ist sicher, meine Freunde, die kosten ja eh nur eine Elfenwurzel pro Trank. Heißt, davon haben wir noch mehr als genug. So, jetzt bannen wir den hier erstmal ab. Bam, 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 Chera. Ja, ich glaube, du gehst down dadurch. Egal, jetzt bist du tot. Der Boy hat hier niedrige Gesundheit, das gefällt mir aber gar nicht. Haben wir noch genug Heil? Wir haben noch, meine Freunde, 7 von 8 haben wir noch. Das heißt, locker easy. Wird die Feste hier eingenommen kurz. So, verschwinde. Da ist noch was. Okay, der ist tot, aber nicht zum Herrn Explosivschuss. So, ja, ja, macht ihr mal, ich plünder kurz. Oh, Alter, der hat den gerade von da oben runtergezogen. Wie fett sah das denn aus? 15 Gold, Dunkelsamit, nehme ich alles mit. Oh, guck mal, ich muss nichts in diesem Käserad, Alter, so geil. Hier ist wieder das Tor. Bam. Geh weg. Ist es schon tot? Ja. Warum kann man die Tore plündern? Oh. Ah, guck mal, nochmal ein Traum. Oh. Vielleicht sind die irgendwie interessant. Weil im letzten Tor war doch auch ein trauriger Splitter, ne? Soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnern kann. Warum rennen die denn weg von mir? Hallo, ich meine, ich bin so ein krasser Typ, aber... Wollt ihr trotzdem nicht wegrennen, ihr Pussys? Ja, klappt ja gut, ne? Klappt ja gut. Weißt du nicht, traurigen Splitter irgendwas Cooles, wenn man irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele Festen es gibt, genau. Ich glaube, es gibt 3, habe ich mal gelesen. Oder 4 oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Nicht so viele. Vielleicht, wenn man da irgendwie alle Splitter hat, dann. Keine Ahnung. Dann ist man cool oder so. So, plündern.
Plündern. Okay, da oben ist noch eine. Hol den mal runter mit der... Wow, wir haben die Brücke kaputt gemacht. Was soll denn der Scheiß? Wollte ich gar nicht. Sorry. Ich nehme die Feste ja danach ein. Ich möchte ja trotzdem intakte Brücken haben. Der mit dem Schild. Könnte ein bisschen nervig werden. Da kriege ich einen Explosivschuss ins Gesicht. Ja, kommt nur her. Kommt nur her, meine Freunde. Hier sind auf jeden Fall ein paar mehr als bei der letzten, so wie es aussieht. Denn der letzte schien weniger Gegner zu sein als hier. Aber ist ja auch klar. Und verschwinde. So, dann mach die mal, während ich plündere. Ja, das geht ja klar. Dunkelsamit. Und was haben wir hier Schönes? Ring der Verbesserung. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, scheiße, so Ringe, Alter. Mein Inventar ist schon wieder voll. Echt jetzt? Schon wieder voll. Bam. Achso. Wurde wieder runtergeholt. Was plündere ich denn hier? Ich habe doch eh keinen Platz mehr. Geht das Tor hier auf. Ich soll vielleicht kurz ein bisschen mein Inventar lernen, damit ich, weil, falls ich noch irgendwas krass bekomme, nichts klopfe. Oh, was ist denn das? Ist das wieder ein Stab? Hm, aber Elektrizität bringt mir schon... Diese Klingen! Ich bekomme so coole Klingen andauernd. Weg. Ich zerstöre ihn, ne? Oder, ja. Der Bogen kann weg, das Schild kann auf jeden Fall weg. Wieso habe ich so viel Inventarplatz verbraucht? Durch was? Ich meine, das kann jetzt auch theoretisch mal weg. Das kann auch weg. Durch was habe ich denn so viel? Durch Accessoires? Ja, ich habe halt einige Ringe jetzt gefunden, ne? Aber... Was sehe ich? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder 5 Plätze frei. Das wird jetzt zunächst mal reichen. Ich bin bereit zu dienen. Ja, finde ich gut, dass du bereit bist zu dienen. So, steppen wir erstmal noch. Ah, hier sind ja noch um einiges mehr. Okay, alright, boys. Habe ich no problem with. Bam. Hier ist mal so einen rein. Jetzt ist mein explosiver Schuss wieder ready. Bam. Kriegt auch noch so einen rein hier. Kenn ich gar nichts, meine Freunde. Kenn ich gar nichts. Mit dem schieße ich mal richtig in die Fresse da die ganze Zeit unten rein. Bam. Der kommt gleich wieder zum Aufstehen, Alter. So, einer ist tot. So. Der ist auch so gut wie tot. Ja. Das Leben ist nichts. Ihr wird herrschen. Ich herrsche. So, dann hab ich Explosivschuss rein. Ich stehe ein bisschen nah für meinen Weitschuss. Ist ein bisschen doof. Sind jetzt alle tot? Da lebt noch einer. Verschwinde. Höh? Zwickportal, der krasse Typ. Ist doch schon fast tot, also gib doch einen drauf. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot. So, plündern, immer schön plündern. So. Eine gute Festung. Jetzt erwischen uns die Winds nicht mehr mit runtergelassenen Hosen. Meister! Ich folge eurem Ruhm. Finde ich gut. Oh, guck mal, da war cooler Stuff dabei. Lila Stuff ganz viel. Wie nehme ich denn die Feste ein? Nochmal, wie war das nochmal? Plündern? Nee, mit Plündern glaube ich nicht. Oh, Pläne nehme ich gerne mit. Hier ist auf jeden Fall ein Astrarium. Wie nehme ich die? Muss ich die beanspruchen? Ich glaube, ja. Astrarium jetzt machen? Ich würde sagen, ja, machen wir. Oder so ist die Feste, gehört die jetzt schon uns nicht. Ich glaube noch nicht, wir müssen da noch irgendwas beanspruchen oder so. Astrarium können wir aber noch kurz machen. Und hoffentlich... Oh, okay, das sieht nicht schwer aus. Das sieht nicht so schwer aus. Okay. Okay, warte mal. Ich versuche einfach mal wild drauf los. Ja, ich glaube, ich würde jetzt schon nichts mehr, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Oh, boy. Oh, ist nicht richtig? Nee, ach, weil der da gar nicht... Ach so, den gibt's gar... Also, oh. Ach, das ist so nervig, dass da einfach Dinge dabei sind, die nicht existieren. Also, die... Ja, halt einfach... Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Das war theoretisch, war es ja eigentlich... Aber, na, dann fehlt der Strich hier. Stimmt, scheiße. Nee, kannst vergessen. Okay. Ein bisschen mehr nachdenken. Also wenn ich jetzt so mache, dann habe ich dies alles verbunden. Dann könnte ich theoretisch hier unten weiter... Ah, ich glaube, das könnte funktionieren. So, hier rüber, darüber. Dann hier unten das Zeug machen. Nee, funktioniert nicht, weil ich jetzt sowohl hier hin muss, als auch dahin. Von dahin zurück kann ich nicht und ich muss von da auch noch nach oben. Okay,
ich erstmal den Teil mache. Nee, der regt mich hier gerade auf, dass ich den hier ziehen muss. Vielleicht fange ich auch einfach hier an. Habe ich den nämlich weg. Oder wenn ich hier oben anfange, wenn es so rüber, dann könnte ich. Moment. Ich darf nicht so viel. Ich muss einfach versuchen. Das ist, glaube ich, einfach sinnvoller als rumzureden. Ich brauche zwar ein paar mehr Versuche, aber das ist ja auch scheißegal. Ah, nee, das Problem ist dann. Wobei. So, okay, hat funktioniert. Wunderbar. So, jetzt kriegt die andere Strahlen freigeschaltet. Wunderbar. Wie nehme ich das jetzt hier ein, verdammt? Elementar ist voll, fuck. Ja, das will ich mit dem Spielzeugsoldat und Feld brauche ich auch nicht, also von dem her scheiß drauf. Wie nehme ich denn den Scheiß jetzt hier ein? Hier ist ja anscheinend, aber das sind auch wirklich alle tot, das ist gerade die. Moment mal, ich kann mir ja auch mal die Quest hier markieren. Theoretisch. Da muss ich ins Tagebuch für. Mit der Festung, da gab es eine Quest für. Genau. Vielleicht kriege ich dann hier einen Questmarker, wo ich das. Nee, kriege ich nicht, scheiße. Weil man muss ja irgendwie irgendwas, glaube ich. Aber es ist nicht die Sehenswürdigkeit, die ich beanspruchen muss, soweit ich weiß, ne? Das ist nicht die Sehenswürdigkeit. Da gibt es noch was zum Plündern. Kann ich ja mal gucken, ob ich das plündern darf. Ja, darf ich. Okay, zieht kein Inventarplatz. Irgendwas muss ich jetzt hier beanspruchen. Ja, da unten ist noch so ein Drachending-Teil. Das interessiert mich gerade aber recht wenig. Komme ich da durch? Nee, komme ich natürlich nicht. Ey, du mit deinem Käserad, verschwinde. Coolstes Schild ever, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ist das coolste Schild ever. Ich möchte die Feste jetzt noch haben, dann hätten wir hier einen Schnellreisepunkt. Dann könnte ich offscreen kurz zurück und mein Inventar leeren. Vielleicht hier oben? Muss nämlich. Wir haben es auch schon einmal gemacht. Yes, boah, der hat ihn hingekriegt, Alter. Guck dich an den Boy. Man musste auch, glaube ich, nicht nur alle Gegner töten. Das hat, glaube ich, auch nicht gereicht. Wie habe ich ihn das letzte Mal gemacht? Er musste irgendwas, glaube ich, beanspruchen. Hier war nochmal eine Kiste, aber ich kann ja eh nichts mehr mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass man die Sehenswürdigkeit beanspruchen musste. Sonst wäre ja auch die Quest wäre ja auch weg, wenn ich es schon geschafft hätte. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Ach, spürst du das? Wo denn? Wo denn? Bro, sag mir doch wo. Sag mir vor allem erstmal, wo ich die Scheiße jetzt einnehmen kann. Vielleicht lungelt hier noch irgendein Gegner rum, das kann auch sein. Ich finde irgendwo einen Schlawiner hier. Oh, oh. Gott sei Dank bin ich hier runtergefallen. Och, man. Leute, jetzt laufen wir hier rum und suchen die Feste, wo ich die einnehme. Ich nehme jetzt gleich einfach die Sehenswürdigkeit kurz ein. Vielleicht ist es ja doch das. Ich glaube es nicht, aber... Hier im Haupthof? Nee. Die Sehenswürdigkeit muss ich aber kurz raus. Aber dann habe ich die auf jeden Fall, weil die müsste draußen sein, glaube ich, direkt vor den Mauern müsste die sein. Die Sehenswürdigkeit bei der anderen Feste war sie nämlich auch nicht drin. Da war sie nämlich auch knapp hinter den Mauern. Aber wobei, nee, guck mal, sie scheint oben zu sein. Dann vielleicht doch die Sehenswürdigkeit? Ich markiere sie mir jetzt einfach mal. Bringt mir nicht viel, ich weiß, aber trotzdem. War es echt die Sehenswürdigkeit? Aber bei der anderen war es nicht die Sehenswürdigkeit, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da habe ich die nämlich noch danach irgendwann eingenommen, die Sehenswürdigkeit. Obwohl ich die Feste zu dem Zeitpunkt schon hatte. Ah, kann ja sein, dass jetzt doch die Sehenswürdigkeit ist, keine Ahnung. Wo geht's denn hier? Das ist auch eine verschickte Feste. Da gibt's über 50.000 Wege und keine Ahnung, Hilfe. Und überall so schöne Truhen, die ich nicht plündern kann, wenn man scheiß Inventar voll ist. Kann man seinen Inventarplatz irgendwie erweitern? 60 sind nämlich eigentlich echt nicht viel. Ich kletter mal hier hoch. Ich bin schon wieder komplett am Arsch falsch. Nein, du kannst gleich wieder runter. Oh, danke fürs Fangen mit deinem Käserad. Fand ich nett. Fand ich nett. Das müsste dann aber irgendwo ganz oben gewesen sein. Die Sehenswürdigkeit, oder? Otter. Das müsste dann irgendwo hier gewesen sein. Ah, wir kommen nahe. Vielleicht ist es dann doch das... Ach komm, ach, hier einfach, Alter. Willst du mich verarschen? Ich hab's nicht gesehen. Oder? Nee, aber es ist ja in der Wand, hä? Ah. Okay. Dann muss die Flagge platzieren, um das einzunehmen. Okay. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's für immer. Man muss nicht die Sehenswürdigkeit, man muss die Flagge hinhängen. Okay.
Meine Feste, ja gut, jetzt haben wir 5 Minuten damit verschwendet, wild durch die Feste zu rennen und zu gucken, wie man die genau einnimmt. Jetzt weiß ich aber auf jeden Fall, dass man die Flagge aufhängen muss. Jetzt weiß ich es auch. So. Ist auf jeden Fall eine schicke Feste, muss man ja eindeutig mal sagen. Mir war cooler als die erste, die wir bekommen haben. Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Die Venatori haben sich zurückgezogen, aber unsere Kundschafter wissen noch nicht wohin. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist... Da habe ich ein Level-Up, glaube ich, bekommen. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Warum Wasserversorgungsproblem? Die Wasserversorgung problematisch. Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil die verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. Das ist natürlich sinnvoll. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wargest, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. Heißt, ich muss ihn wohl töten. Die sind seinen Clown und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Lagerbericht? Schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraben? Hier geht alles seinen Gang, Inquisitor. Sandstürme, tödliche Wildtiere. Es gibt nicht viele Leute, die verrückt genug sind, sich hierher zu Aber fahren. Wir sind verrückt genug, Alter. Wenn irgendwas Wichtiges passieren, lasse ich es euch wissen. Okay, das war alles. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Ah, ja, Stufe 12 erreicht. Wir sollten gehen. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Plus 5 Macht kriegen wir da durch. Stimmt, das können wir hier noch genau, da bin ich jetzt genug von, zack, bam, mit Jera. Genau, jetzt kriegen wir hier gleich noch eine, er gibt uns die. Wahrscheinlich Lagerbericht, oder? Also muss ich dann? Oder was muss ich, weil er hat ja eine Quest für mich, also ich denke mal. Also, jetzt habe ich schon was erhalten. Es gibt nicht viele Leute, die verrückt genug sind, ich bin ganz verwirrt, ja, ich bin eindeutig verwirrt. Ja, dann muss ich mit ihm über was anderes reden, über die dunkle Brut vielleicht? Was könnt ihr mir über die dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Okay. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind. Okay, ja, das ist wahrscheinlich, das hört sich nach Quest an. Mach ich aber noch, erzählt mir von euch. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan. Genau, erstmal also ein bisschen hier Höflichkeiten austauschen. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Das können wir noch nachforschen. Viel zu viel, das war alles. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. So interessant bist du dann doch nicht, ne? Du kleines Opfer. So, dann würde ich sagen, war es mit diesem Part von Dragon Age Inquisition. Hier können wir noch was Cooles lesen. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz der bisschen Verwirrung und dass ich hier die Flagge nicht gefunden habe. Ja, würde ich einfach mal sagen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Peace up und haut rein.